Focus Magazin und Weiß machen sich lustig über eine achtköpfige Familie, die im VW-Bus nach Russland gefahren ist, um dort Asyl zu beantragen. Also, Weiß schreibt hier, die Griesbachs, sie flohen aus der BRD-Diktatur nach Russland und wohnen dort zu acht im VW-Bus. Und hier gibt es dann auch die russischen Fernsehberichte darüber. Also, die Griesbachs scheinen halt eben fleißige Leser zu sein von schlechten Blogs. Also sie glauben die ganzen Reichsmythen, glauben viel falsche Informationen. Auf der anderen Seite verstehen die Griesbachs, wie unfrei man doch in Deutschland ist. Also von angedrohten Zwangsimpfungen bis hin zu dem generellen Konstrukt, in dem wir hier leben und so weiter. Also da mischen sich halt Fakten mit Blödsinn. Und es ist halt eben der Blödsinn, der die Leute dazu bewegt hat, diese Familie bewegt hat, nach Russland zu fahren. Und ich meine, klar, man kann sich in der heutigen Zeit, vor allem als hier bei Vice Magazine, als Journalisten mit Abitur und Studium, kann man sich ja herrlich lustig machen und nennt die Griesbachs die Flodders und so. Machen die sich halt eben lustig. Aber ich meine, weltweit, wir leben hier in einer Blase, einer relativen Blase des Wohlstandes. Noch. Wir leben hier noch in einer relativen Blase der Informationsfreiheit oder zumindest der Verfügbarkeit von Informationen. Noch. Das kann sich aber sehr schnell ändern. Und im Rest der Welt ist eben das Bildungsniveau auch relativ schlecht. Das heißt, die Leute wissen nicht so richtig, wie sie Fakten einschätzen oder wie sie Indizien einschätzen. Wissen nicht so richtig, wie sie Informationen bewerten sollen. Ist das gute Information, ist das schlechte Information? Ist das wahrscheinlich, ist es unwahrscheinlich? Ist es Blödsinn? Ist da ein wahrer Kern drin und so weiter, um das Ganze auseinanderzuziehen? Also man kann sich hier lustig machen, aber die allermeisten Leute auf der Welt sind so wie die Griesbachs. Ein bisschen vier Fakten gemischt mit Blödsinn und treffen dann schlechte Entscheidungen. Diese Familie ist jetzt nach Russland gefahren und steckt dort fest. Andere sind von Nordafrika nach Deutschland und stecken hier erstmal fest und denken, oh, ich habe den Jackpot. Tja, in 10 Jahren wird man Deutschland nicht wiedererkennen, wenn es so weitergeht. In 20 Jahren wird man Deutschland nicht wiedererkennen, wenn es so weitergeht. Dann ist hier das Leben nämlich auch hundsmiserabel. Und die Zustände sind hundsmiserabel. Es ist zu einfach, sich da lustig zu machen, liebe Leute von Vice Magazine. Also man flieht hier nach Russland. In Russland geht es ja schlecht dazu. Also es wird hier vermutet im Netz, dass es eine Hartz-IV-Familie ist. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall kann man hier sagen, wenn die Eltern jetzt gefragte Ingenieure wären, dann wären die sicherlich aufgenommen worden mit Sack und Pack in Russland. Wenn die jetzt Geld mitbringen, Bildung, Ingenieurwissen und so weiter, Firmenkontakte, dann würden die Russen sagen, willkommen in Russland, hier ist ihre Aufenthalts- und Arbeitsgenehmigung. Wir zeigen ihnen, wo sie anständig leben können und wo ihre Kinder auf eine anständige Privatschule gehen können. Und wo sie das richtige Schmiergeld zahlen, damit sie eine richtige medizinische Behandlung kriegen. Nicht wie die normalen Einheimischen. Also immer eine Frage des Geldes, der Gefragtheit, der eigenen Fähigkeiten. Ich meine, der russische Staat ist unglaublich narzisstisch und psychopathisch. Also im Netz wird vermutet, das ist eine Hartz-IV-Familie. Ob das jetzt stimmt, weiß ich nicht. Aber wie gesagt, der russische Staat hat an denen kein Interesse. Zumindest im jetzigen Zeitpunkt kein Interesse. Und interessant ist nämlich auch zu sehen, dass diese Familie Griesbach glaubt, dass das Gebiet der ehemaligen DDR eigentlich nach wie vor unter russischer Verwaltung steht oder Verwaltung stehen muss. Das heißt im Endeffekt, es gibt viele, viele Hartz-IV-Familien und viele Leute und auch Unternehmer, die sich dann irgendwie ruinieren mit diesem Reichsbürger-Mythen, mit diesem ganzen Blödsinn, die dann irgendwie auf der Straße landen oder sowas und sind dann auch in so einer Sekte gefangen, in dieser Reichsbürger-Putin-Anbeter-Sekte, auch gemischt überlappend mit der mit den Sektiere-Elementen der Verschwörungstheoretiker-Szene. Und viele von denen, die glauben dann, hey, wenn wir uns genügend organisieren oder wenn wir uns genügend auf die Russen einlassen, dann übernehmen die Russen wieder hier in den neuen Bundesländern Deutschlands, übernehmen die Russen wieder die Kontrolle und dann wird alles gut. Und das ist brandgefährlich, meine Damen und Herren. Also hier heißt es dann von der Familie Griesbach, warum die Russische Föderation? Aufgrund der Tatsache, dass wir humanes Beutegut sind. Durch das Ende, schreiben diese Leute, durch das Ende der Kampfhandlungen im Zweiten Weltkrieg, bedingt durch die Kapitulation der Wehrmachtsverbände und der noch ausstehenden Friedensverträge, welche bis heute noch nicht geschlossen wurden, ist die Russische Föderation nach Haager Landkriegsordnung uns gegenüber verpflichtet und verantwortlich. Also völliger Unsinn, den diese Familie da glaubt.
Und hier heißt es weiter, sie hat die nötige Sicherheit der deutschen Völker zu gewährleisten. Dazu ist sie verpflichtet, vor allem in Bezug auf die Tatsache, dass die Russische Föderation Hauptbesatzungsmacht ist. Wie gesagt, die Russen bezeichnen sowas als das Lumpenproletariat. Also Leute, die halt eben, ja, nicht so richtig wissen, wo unten und oben ist in dem politischen Spielchen, aber Leute, die man benutzen kann. Ja, man sieht ja eben, was passiert, wenn die Russen kein Interesse, keine Verwendung für dich haben. Sie lassen dich sitzen. Also nicht nur die Griesbachs werden hier sitzen gelassen mit Kindern im VW-Bus, ja, die dann irgendwie hier hausen müssen. Und ich meine, was passiert, wenn jemand einen medizinischen Notfall hat? Was ist, wir sehen ja das kleine Baby da, links im Bild. Was ist, wenn das Baby irgendwo runterfällt? Was ist, wenn irgendein medizinischer Notfall ist und die kriegen da keine richtige medizinische Versorgung? Genauso ergeht es an den Einheimischen. Kaum noch eine richtige, anständige medizinische Versorgung. Katastrophale Zustände. Aber wie gesagt, die Leute sind so naiv, lassen sich verführen von den falschen, vermeintlichen Rettern des deutschen Volkes und laufen dann voll in den Untergang. Und dann gibt es noch mehr so komische Lügner im Web, die dann sagen, oh, ich war bei einer Behörde in Russland und das war alles super nice und zuvorkommend und ganz toll. Und also teilweise richtig krankhafte Lügen, von denen die Person wahrscheinlich denkt, das hat einen guten Zweck oder zumindest würde es die eigene Position in einem zukünftigen System fördern. Also die machen das, die lügen für ihren eigenen Vorteil. Also, es braucht Know-how und es braucht Know-how bei jedem da draußen. Und man kann hier sehr, sehr schnell konkurrieren. Also wenn man so die richtigen Bücher liest, wenn man sich die richtige Zeit nimmt und so weiter und auch die eigenen Fähigkeiten schult im logischen Denken, im Bewerten von Informationen, dann kann man sehr schnell auf ein vernünftiges Niveau kommen. Und man kann dann eben auch die richtigen Strategien finden für Deutschland, die ich unter anderem schildere in meinem Buch 2020, Weltkrieg oder Weltregierung.